Hallo und herzlich willkommen zurück zur WRC-Karriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wir sind inmitten der Rallye Schweden. Wir sind gerade in der Gesamtwertung, also zumindest mal bei dieser Rallye, auf Platz 3. Und sind, glaube ich, so gut 15, 16 Sekunden hinter dem Führenden. Also noch ist alles drin. Und wir sehen auch zum ersten Mal schönstes Wetter. Und ich bin mal gespannt, wie es läuft. Also Auto, ja, sieht ein bisschen ramponierter aus, als es dann schlussendlich ist. Also noch ein super Zustand. Reifen habe ich jetzt nicht wirklich groß Auswahl dabei, da wir hier nur einen ganz kurzen ja, Prüfungstag haben, sage ich jetzt einfach mal, mit zwei Wertungsprüfungen. Die letzte davon sind wir in der letzten Folge gefahren. Und diese fahren wir jetzt. Das heißt, wir steigen hier direkt mit ein bisschen Rennaction ein. So wünschen wir das uns auch. Ne? Ein bisschen Rallye-Action direkt zu Beginn. Nicht lang labern, drei, sondern machen. 2, 1, wir sind unterwegs. 100. Die Drehzahl mal wieder nicht wollen. In rechts 6 nicht schneiden, in links voll. In rechts 6 und rechts voll 150. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, nicht schneiden, 250. Oh, erst da vorne. Das hat jetzt so viel Zeit gekostet. Uneben, links voll, in links 5 kurz und links 4 kurz. Und links 4 beibehalten, rechts 4 macht zu. In links 3, in rechts 5, 30. Links 5 macht zu, 30. Rechts 4 macht auf, 30. Und rechts 5, 50. Achtung, scharf rechts breiter und scharf links Verengung, 30. Scharf links in rechts 2 kurz, in links 4. Und rechts 3 in links 4, 80. Rechts 5, 50. Links 5 in rechts 6 sehr eng. In rechts 5 und links 4 nicht schneiden. In rechts 5 kurz 150. Oh, das war schlecht. Vorsicht. Achtung, Baum in scharf rechts. Ja, deswegen sage ich so wenig, ich muss mich ja echt konzentrieren. Feuer frei. Rechts 6 lang, macht zu 200. Links 6 kurz, 200. Links 6, 50. Links 5 beibehalten, links 6. Und rechts 6. Die Aussicht ist halt so geil bei Rallye Schweden. Ich mag das so. Links 6, 50. Links 5 innenhalb. Das ist schneebedeckt. Schon in rechts 6, in links 5, 30. Rechts 6 macht zu 100. Sprung 100. Links 5, 100. Links 6 kurz und rechts 5 nicht schneiden, 80. Links 6, 50. Rechts 5, 80. Links 5, 80. Links voll in rechts voll, 80. Rechts 5 in links 5, 30. Achtung, bremsen, rechts 5 lang, macht zu. Und links voll in rechts voll, 50. Rechts 4 über Brücke, 300. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, leicht schneiden. In rechts 3 sehr eng. In links 3, in rechts 4. Und rechts 3 nicht schneiden. Und links 3 in rechts 4. In links 3 mittel. Sicht. In rechts 3, in links 5 kurz. In rechts 4 lang, macht zu. Und links 4 macht zu, in rechts 5 kurz, in links 3 macht zu, mittel 50. Links 5 Verengung, in rechts 4, in links 4 kurz, bremsen, in links 3.
In rechts 3 und links 3 mal zu. Das Auto aber kurz ausgehebelt. In rechts 4 kurz, in links 3 mittel, macht zu. In rechts 2, in links 3. In rechts 4 macht auf, lang. In rechts 3. Und Achtung, rechts 3, innen halten, durch Tor. Und links 2 macht zu, 30. Links 2, in rechts 2, Verengung, macht auf, 100. Und Ziel. Puh, okay. War wohl laut den Balken links nicht so krass. Also ich lasse mich da nicht krass davon beeinflussen oder so. Ja, 8 Sekunden wieder verloren. Also der Kalle Rovanpera, Perret, ja, der lässt hier richtig fliegen. Und auch Thierry Neuville, richtig stark unterwegs. Wir dürfen aber trotzdem, glaube ich, jetzt auf Platz 3 bleiben. So ist es. 24 Sekunden tatsächlich schon hinten dran. Also ich glaube, die Rallye werden wir nicht mehr gewinnen. Aber ich glaube, im Gesamtstand sind es wieder andere, die jetzt da vorne mit dabei sind, als eben jetzt zum Beispiel bei Rallye Monaco. Und wenn das immer so ein bisschen im Wechsel ist, dann könnte das ja auch eine spannende Meisterschaft dadurch werden. Und solange wir immer da vorne irgendwo mitfliegen, sag ich jetzt mal, ist das ja ganz okay. Bei der WRC 2 war es ja so, dass eigentlich immer dieselben vorne waren. Und das war dann halt ein bisschen schade. Dadurch warst du ja schon fast gezwungen, immer zu gewinnen. Wenn es hier aber so ein bisschen abwechslungsreich ist, ist das ja ganz geil. Also ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie sieht in der so einem Gesamtstand. Ne, wir sehen jetzt nur Rallye Schweden. Okay, aber wir werden es ja dann nochmal sehen, wie es denn da aussieht. Oder haben wir hier schon was? Nee, ne? Okay. Okay, wir können mal gucken. Zeit pro Abschnitt, Teileverschleiß. Okay. Ist bei denen auf jeden Fall heftiger, wie es scheint. Oder so. Oder beziehungsweise gleich. Aber halt, ich bin weiter oben eingestiegen oder wie auch immer. Reifen, Bremsen. Ah, da kann man jetzt alles gucken. Motor, da dürfte ich ja richtig schlecht sein. Wobei, es geht noch. Okay, das ist ja auch interessant. Zeit pro Abschnitt, das ist natürlich dann auch geil zu sehen. Okay, der ist halt straight line durch. Okay, der ist ja der Benchmark. Okay. Man sieht halt, die langsamen Abschnitte, das sind eher meine. Und die schnellen Abschnitte, da bin ich halt sehr vorsichtig, weil ich Angst habe, da abzufliegen. Und bei den schnellen Abschnitten abzufliegen, ist halt dein Tod. So, jetzt haben wir eine lange, dann wieder eine etwas kürzere in einem Tag. Dann haben wir wieder eine lange und dann die Power Stage, die auch wieder kürzer ist, auch an einem Tag. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir einiges wieder repariert bekommen. Motor, klar, ist wichtig. Triebe ist wichtig. Lenkung. Ross ist nicht ganz so wichtig, kostet aber auch nicht so viel Zeit. Turbo machen wir mal. Das machen wir. Bremsen könnten wir vielleicht auch mal machen und Aufhängung dann das nächste Mal. Wobei Aufhängung schon wichtig ist. Ich glaube, ich nehme doch wieder Aufhängung. Das ist dann zu viel natürlich. Und dann reparieren wir das Ganze mal. Ja, Setup ist noch ausgewählt. Dann Reifen. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben zwei quasi Tage nochmal. Und wir haben wie viel frische Reifen noch? Wir haben 6 frische Reifen. Okay, wir müssen echt ein bisschen aufpassen, wie wir die jetzt einsetzen. Ich würde sagen, hinten raus für die Power Stage würde ich halt mit den besten Reifen wieder irgendwo noch auch dabei sein. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die zweitbesten Reifen hier mit, hätte ich jetzt gesagt. Sprich, wir nehmen mal. Ah, da oben sind noch mehr. Oh mein Gott, okay. Moment, wir haben 4 dann. Ja gut, dann können wir beide Tage quasi mit 4 einsteigen. Oder wir setzen so viel auf die Power Stage, dass wir dort sogar wirklich mit 6 frischen Reifen gehen. Dass wir jetzt hier nur mit, wir haben jetzt 4, ja, das sind 8, ja. Dass wir jetzt quasi nur mit 2 frischen 100er gehen, über Kreuz. Okay, das wird halt natürlich hart, aber ich riskiere es mal. Und dann hier mit 80. 80. Und dann nehmen wir hier nochmal 79er mit. Ich meine, die sind ja trotzdem gut, ne? Also ich glaube, das 80 ist immer noch vom Performance her nicht viel schlechter als die anderen. Also das ist, glaube ich, voll okay so. Deswegen machen wir das mal so. Und dann hätten wir nämlich für den letzten Tag quasi 6, also quasi 4 Einsatzreifen und 2 Ersatzreifen auf 100, dass wir die Power Stage da wirklich nochmal mit dem Bestmöglichen angehen können. Weil Power Stage gibt halt extra Punkte, wenn du da vorne landest. Und wir haben ja die Pace dazu, um zumindest mal in der Top 5 zu sein.
Also von dem her passt es doch. Deswegen mutieren wir das jetzt mal so. Ist auch schön zu sehen beim Fahrzeug. Die einen sind noch schneebedeckt, die anderen nicht. Da sehen wir, wer frisch ist und wer nicht. Ja, und dann geht's direkt rein. Das wird jetzt natürlich heftig. 25,9 Kilometer Distanz. Ich glaube, das ist hier dann einfach nur genau das Gleiche, nur umgekehrt. Also das wird auf jeden Fall heftig. Und ja, wir gehen rein da in die ganze Geschichte. Let's go. Das wird wild, glaube ich. Das wird wild. So. Das haben wir alles schon. Das passt auch. Und dann würde ich sagen: 5, 4, 3, 2, 1, los! Links voll in rechts voll 200. Links 6 in rechts 6, 50. Links 4 Mittel macht zu. In rechts 6 Verengung. Und rechts 5 kurz, Verengung, in links 6 nicht schneiden, 30. Links 5 kurz, rechts 6 Verengung. In links 5 macht zu. Und rechts voll, in links voll, in rechts 5. Und links 6 in rechts 5 kurz. Und rechts 6 in links voll, 50. Achtung, bremsen, rechts 3 macht zu. Und links 6 macht zu, Verengung in rechts 5 kurz. Und rechts 5 Verengung, Sprung in rechts 5 Verengung. In links 4 und rechts 4 kurz 30. Sprung 50. Rechts 4 in links 3 beibehalten. Rechts voll Verengung. Kleine Sprünge, die sind ganz schön heftig. Wenn du die nicht richtig anfährst, dann haut sich ganz schnell mal in den Wald. Links 4 Verengung Mittel. Aber rein von der Optik hier, ich mag das so hier durchzufahren, das ist so geil. Links 4 beibehalten. Aber auch schon in Dirt Rally immer Schweden und in Schnee und so, fand das immer richtig nice. Rechts 3 beibehalten. Das war links 4 bremsen, in rechts 3 macht zu, Mittel 80. Links 3 lang macht zu, in rechts voll 200. Links voll nicht schneiden, in rechts voll nicht schneiden. Und links 6 breiter, in rechts voll 50. Links 6 Verengung, über Brücke 80. Rechts 5, über Brücke 100. Rechts 6, 80. Achtung, links 5, 30. Rechts 5, innenhalten, 80. Links 5, macht zu, Verengung in rechts 6, macht zu. Über Bodenwelle, links 6, Mittel, 300. Links 6, kurz, in rechts 6, beibehalten. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Das hat mir die Luft genommen. Oh, das war doch jetzt kacke. Das kostet jetzt richtig Zeit. Das ist halt genau das, wenn du so ein bisschen irgendwo dagegen bounce. Ha! Okay, komm, weiter. Konzentriert. Autos noch ganz. Wir sind noch links ganz. Links 6 Verengung in rechts 6 300. Achtung, rechts 5 Verengung und links 4 Mittel. In rechts 5 kurz und links 4. In rechts 5 macht zu, lang, Übersprung. In links 6 lang. Und rechts 5 macht zu, lang, 30. Sprung in links 5 Mittel macht zu, lang, 30. Rechts 5 macht zu, 100. Rechts 5 Verengung, 80. Rechts 4 macht auf, 100. Rechts 6 kurz, 100.
4, in rechts 4, Mitte. Und links 5 lang, macht zu, in rechts 5, 30. Achtung, scharf bremsen, scharfe Haarnadel links 100. Rechts 4, Verengung 100. Okay. Ich dachte, ich schaff's ohne Handbremse, aber scheinbar hätte ich doch mit Handbremse machen müssen. Links 5 über Kuppe beibehalten. Weil das so ein Eis doch so rutschig war, dass ich den Spin nicht hinbekommen hab. 30. Rechts 4, innen halten, Mittel 200. Sprung mittig halten und rechts 5, 30. Links 4, Verengung in rechts 5, kurz, macht auf. Und rechts 5, 30. Rechts 6, Verengung in links 5, lang, innen halten. In rechts 5 und links 5, lang, macht zu. In rechts 6 Mittel, macht zu. In rechts voll, in links voll, 150. Achtung, bremsen, links 300. Sprung, Verengung. Rechts 6, 30, links voll, 50. Links 5, Verengung, in links 6, bremsen. In links 5, Verengung, macht zu, in rechts voll, macht zu. In links 5, über Kuppe, in links 5, über Kuppe. In links 5, über Kuppe und rechts 6, sehr lang, macht zu, über Kuppe. In rechts 6, lang. Und links 6 Verengung und rechts 4 breiter. Und rechts voll in links voll 50. Links 6, Achtung, Sprung in rechts voll 80. Rechts 6 in links voll. Achtung, Sprung in rechts 5 kurz. In links voll. Und Sprung in rechts 5, innen halten, 200. Sprung, scharf bremsen, in links 2. Ist gut. Bisschen Schwung gekostet. Und rechts 3, Mittel, macht auf. Diese lange Wertungsprüfung, die hat's echt in sich. Da musst du so konzentriert bleiben über so eine längere Zeit. Aber es macht auch gerade deswegen Spaß und irgendwie. Achtung, scharf links, breiter 300. Rechts voll 150. Links 6 in rechts 6. Und links 6 in rechts 6. Boah, die Kuppe war aber fies. Und links voll in rechts 6, 100. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, macht auf. Baum innen, Verengung links 4, in rechts 4, in links 3, Mittel, in rechts 3, nicht schneiden, Mittel. Zu schnell. Ah, weg da, komm. Und links 4, macht zu, in rechts 3, innen halten. In links 4, Mittel, macht zu und rechts 2, macht auf. Und rechts 4 kurz, in links 3 Mittel. In rechts 4 und links 4 macht zu. In rechts 3 beibehalten, links 4 macht zu. In Achtung, rechts 5 keinesfalls schneiden, macht auf 30. Und links 6 kurz, Verengung in rechts 6 20. Links 4 kurz, in rechts 5, 50.
Rechts 5 in links 5 lang macht zu. Ist die Sicht aber auch richtig null gerade. Und rechts 5 lang macht zu in links 5 30. Links 6 in rechts 5 kurz 50. Rechts 6 in links voll 50. Achtung, links 4 schneiden 400. Das habe ich jetzt missinterpretiert. Oh okay, Gott. Und weiter. Konzentriert bleiben. In links, rechts 6 und links voll 400. Rechts 6 uneben, in links voll über Kuppe 400. Unterbrücke, Verengung. In rechts 6 nicht schneiden, in links voll. In rechts 6 und rechts voll 150. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, nicht schneiden, 250. Uneben, links voll, in links 5 kurz und links 4 kurz. Und links 4 beibehalten, rechts 4 macht zu. In links 3, in rechts 5, 30. Links 5 macht zu, 30. Rechts 4 macht auf, 30. Und rechts 5, 50. Achtung, scharf rechts breiter und scharf links Verengung, 30. Scharf links in rechts 2 kurz, in links 4 und rechts 3 in links 4 80. Rechts 5 50. Links 5 in rechts 6 sehr eng. In rechts 5 und links 4 nicht schneiden. In rechts 5 kurz 150. Achtung, Baum in scharf rechts 500. Rechts 6 lang, macht zu, 200. Du hast kein Grip mehr. Uiuiui, komm, fast Grip. Links 6 kurz, 200. Links 6, 50. Links 5 beibehalten, links 6. Und rechts 6 lang, in links 6. In rechts 6, 50. Links 5 innen halten, Überkuppe. In rechts 6, in links 5, 30. Das war das Auto weggeschmissen dabei. Rechts 6 macht zu, 100. Das gibt irgendwo so ein bisschen. Also irgendwo Sprung, merkt 100. Man jetzt, dass die Reifen ein bisschen doch jetzt schon weggebaut sind oder weggebrochen sind. 500. Also nee, nicht, dass es schlimm ist, aber man merkt halt, dass es halt ein bisschen. Rechts bisschen 5 nicht schneiden, 80. Bisschen weniger Grip. Links 6, 50, rechts 5, 80. Ein paar Spikes am Reifen verloren oder so. Links voll in rechts voll 80. Rechts 5 in links 5, 30. Achtung, bremsen, rechts 5 lang, macht zu. Und links voll in rechts voll 50. Die Sicht ist richtig ätzend. Rechts 4 über Brücke 300. Es ist halt einfach nur weiß. Erkennt halt gar nichts mehr. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts leicht schneiden. In rechts 3 sehr okay, eng. In links 3 bremsen in können. Rechts 4. Alter, man sieht halt gar nichts. Schneiden. Schau dich das mal an. Und links 3 in rechts 4. In links 3 Mittel. In rechts 3, in links 5 kurz. In rechts 4 lang, macht zu. Und links 4 macht zu, in rechts 5 kurz. In links 3 macht zu, Mittel 50. Gott, das ist schlecht. Kommt herum. Links 5 Verengung in rechts 4, in links 4 kurz bremsen, in links 3. Hey,
Das ist super rutschig auch. Und links drei, ja, macht zu. Kacke. Kacke, nein, nicht überschlagen. Och nö, das war so gut bis dahin. Okay, auf Dach. Alter, guck mal, aber so eine Kleinigkeit bringt dich sofort um. Das ist so bitter. Das hat jetzt richtig Zeit natürlich gekostet. Aber bis dahin war das alles noch voll gut und jetzt. Das ist echt schade, ey. In rechts 4 macht auf. Ziehen wir noch durch. In rechts 3. Und Achtung, rechts 3 innenhalten durch Tor. Und links 2 macht zu 30. Links 2 in rechts 2 Verengung macht auf 100. Und Ziel. Ah, das war natürlich jetzt richtig bitter. Also einmal natürlich dieser dumme Dreher und dann durch das jetzt, ja, 31 Sekunden jetzt am Ende. Also keine Ahnung, wie viel Zeit das jetzt gekostet hat alles, aber trotzdem. Super schade, das hat jetzt uns richtig rausgebracht. Ja, jetzt sind wir halt 54 Sekunden innen dran, sogar abgerutscht jetzt auf Platz 4. Boah, okay, schade, ey. Das hat jetzt natürlich, das hätte natürlich nicht sein müssen am Ende. Da bin ich ganz ehrlich. Naja, machen wir das Beste draus. Jetzt haben wir natürlich nochmal die kurze Stage. In der Nacht, okay. Wir wechseln mal die Reifen schon mal aus. Das ist jetzt schon gut an den Reifen, ey. Gut, und rein da. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. 50, links 4 schnell, in rechts 5 mittel. Links 5 mittel 30. Rechts 4, 100. Links 6 kurz und Achtung, links 4 ballen außen 100. Okay, irgendwas ist aber kaputt. Wir haben überhaupt keinen Durchzug mehr gefühlt. Links 5, 100. Links 4. Keine Ahnung, ob der Motor da was abgekriegt hat. Wahrscheinlich schon. Und rechts 4 lang, 30. Sprung in links 4 lang, innenhalten, Verengung. Naja, also ich spürte sofort, da fehlt irgendwie der Durchzug. In rechts 5 lang, nicht schneiden, 80. Was zumindest mal jetzt hier nicht schlecht war, weil wir halt mehr Grip jetzt quasi dadurch haben. Aber jetzt kommt dann, wenn die gleichen Power-Abschnitte kommen, wenn es eklig werden. Nein, 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 weg da von der Bank. Und links 5 kurz, in rechts 5 lang, 50. Links 6 kurz, 100. Links voll, uneben, in rechts voll und links voll, in rechts voll, 100. Rechts 6, in links 6, 200. Über Brücke, rechts 6, Verengung, in links 5, kurz. Oh, das habe ich falsch verstanden. Glück gehabt, und weil ich fast einen See abgebogen. Kurz, 100. Links 5, kurz, 80. Rechts 5, breiter, 80. Nein, 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 du drehst dich jetzt nicht weg. Links 5, über Brücke, mittig halten. Und links 5, kurz, 100. Rechts 6, 80. Links voll in rechts 6, 80. Links voll, 150. Achtung, bremsen, Haus innen, links 5, bremsen, in rechts 3, macht auf, 100. Uneben, links 3, mittel, macht zu. Komm. Und rechts 4, in links 3. In rechts 4, Verengung, in links 5, kurz. Und rechts 4, in links 4, Verengung. In rechts 3 lang.
In links 5 kurz, in rechts 5 kurz. Und links 4 Verengung, in rechts 3. Und links 4 50. Sprung in links 4 kurz. Und rechts 4 beibehalten, links 5 kurz. Und über Kuppe links 4 Verengung. Und links 5 Verengung in rechts 4. Und links 300. Rechts voll Verengung in links 5 Verengung. Dadurch, dass ich gefühlt ein bisschen weniger Leistung habe, habe ich aber mehr Grip. Also nicht so viel durchdrehende Räder, ist vielleicht gar nicht verkehrt gerade. Was mich natürlich in den schnellen Abschnitten Zeit kostet, aber hier gibt es gerade in der Stage zum Glück nicht so viele Power-Abschnitte. Und links 6 in rechts 5 kurz, Verengung 50. Rechts 5 Mittel macht zu in links 5 Verengung. Und rechts voll in links 5 kurz, in rechts 5 lang 80. Links 6 kurz in rechts 5, 80. Verengung links 6 kurz in links 6 beibehalten, rechts 6. Und Ziel. Vielleicht haben wir sogar die Wertungsprüfung gewonnen, das wäre doch was. Auch wenn wahrscheinlich nur mit so einer Sekunde. Weißt du, bei der einen verlieren wir extrem viel und bei der anderen, okay, der hängt sich gerade auf, es scheint. Ende der Daten. Der kommt gerade nicht drauf klar, dass ich vielleicht mal eine Wertungsprüfung gewonnen habe. So, jetzt aber. Tatsächlich. Oh, Alter, guck mal, wie knapp, weißt du? Ja, ich habe aufgeholt. Alter. 200stel. Crazy. Naja, immerhin ehrenhalber eine Wertungsprüfung gewonnen. Die zweite immerhin schon. Also man muss schon sagen, die 150er KI-Stufe, die haut schon echt böse rein. Aber hey, da misst man sich dann halt einfach dran. Ja, ich würde sagen, ich lasse ihn nochmal mit ein paar Bilder alleine, auch wenn es Nacht ist, aber vielleicht sieht man ja trotzdem ein bisschen was. Wünsche viel Spaß damit, ich bin aber an der Stelle schon mal raus und dann sehen wir uns zu den letzten beiden Wertungsprüfungen. Nochmal eine lange und dann nochmal eine Powerstage am Ende. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen. Also, ja, Top 3 wäre schon gut, würde ich behaupten. Aber da muss jetzt natürlich nochmal ein bisschen was passieren und da muss ich auf jeden Fall zwei wirklich saubere Wertungsprüfungen in der nächsten Folge aufs Parkett legen, beziehungsweise aufs Eis sliden, ja. aber so oder so, ich bin jetzt raus. Vielen Dank fürs Einschalten, wenn es dir gefallen hat. Däumchen nach oben wäre nice und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Thank you.